Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Fünf Disziplinen. Fechten. Jeder gegen jeden. Eine Minute lang. Wer den Treffer zuerst setzt, siegt. Schwimmen. 200 Meter in der Freistiltechnik. Reiten. 12 Hindernisse. 15 Sprünge. Die Pferde werden zugelost. Und die Abschlussdisziplin Combined. Mit Schießen und 4x800 Meter Laufen. Unser Team. Für Deutschland. Auf dem Weg nach Rio. Die modernen Fünfkämpfer. Wir brauchen eine gewisse Ausdauer, gerade für das Schwimmen und das Laufen. Wir brauchen Präzision und Feinkoordination beim Schießen. Wir brauchen Einfühlvermögen beim Reiten und doch ein bisschen Taktik und Schnellkraft beim Fechten. Und das alles kombiniert macht dann den optimalen Fünfkämpfer aus. Sie ist das Aushängeschild im deutschen Team, Lena Schöneborn. Ich lebe ganz nach dem Motto, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Wir sind am Olympiastützpunkt Potsdam. Fechten steht heute auf dem Trainingsplan. Eine der Lieblingsdisziplinen von Lena Schöneborn. 2008 hatte sie ihren großen Durchbruch. Gold bei den Olympischen Spielen in Peking. Darauf hat der moderne Fünfkampf 72 Jahre warten müssen. Ein lang ersehnter Triumph. Durch dieses konstante immer gut sein, ist der Fünfkampf, glaube ich, schon ein Name in Deutschland geworden und auch eine Lena Schöneborn. Also sie steht für den Fünfkampf, würde ich sagen, weil in dieser Sportart, wo man doch sagen kann, so konstant gut zu sein, ist nicht so einfach. Ich denke, dass die Lena da einen sehr, sehr großen Beitrag leistet. Früher war Kim Reissner noch Lenas Teamkollegin, feierten sogar gemeinsames WM-Staffelgold. Jetzt als Trainerin schätzt sie die Stärken ihrer Athletin. Sie ist sehr, sehr fokussiert. Sie macht das natürlich mittlerweile auch lange genug und sie weiß ganz genau, was sie will. Und sie ist trotzdem, sie so gut ist, jetzt über wirklich viele Jahre, ne, schon seit Peking eigentlich, ist sie auf dem Boden geblieben. Über 30 Medaillen hat Lena Schöneborn bereits gewonnen. Sie ist aktuelle Weltcupsiegerin, WM-Dritte und natürlich eine der Top-Favoritinnen in Rio. Eine zweite Olympiamedaille ist das große Ziel. Dank ihrer Erfahrung macht sich die Sportlerin, die beruflich in einer Marketingagentur arbeitet, aber nicht verrückt. Ich habe gerne meine tägliche Routine. Ich habe auch beschlossen, in der ganzen Olympia-Vorbereitung weiterhin im Büro mitzuarbeiten. Ich habe beschlossen, ich finde es nicht schlimm, nicht die ganze Zeit im Trainingslager zu sein, sondern einfach auch mal zu Hause ganz normal mit meiner Trainingsgruppe zu trainieren. Bis zu 3 Disziplinen am Tag trainieren die Fünfkämpfer, sind durchgetaktet von morgens bis abends. Kleine Auszeiten gönnt sich die 30-Jährige dennoch. Zusammen mit Sportkollegin Annika Schleu geht es in ihr Lieblingscafé. Denn auch wenn jeder im Wettkampf gewinnen will, ob im Einzel oder im Team, privat verstehen sich die Fünfkämpfer richtig gut. Ein Glück, dass die beiden zu schätzen wissen. Da muss die Chemie auch ein bisschen stimmen und ich glaube, das tut's. Wir haben einen ähnlichen Rhythmus, das passt immer ganz gut und ja, ich glaube, in so einer Zeit lernt man sich dann in jeder Lebenslage auch ganz gut kennen. Ich finde, Fünfkampf generell ist familiärer als in anderen Sportarten, also auch international. Kennen wir uns alle super gut, es macht immer Spaß. Mit unserem Team haben wir Glück. Es ist jetzt gerade durch die Jungs in den letzten Jahren ein bisschen jünger geworden. Lena? Ja, mittlerweile bin ich die Oma bei uns. Ja, aber von so einer Oma kann man noch einiges lernen. Was ich immer versuche von dir abzugucken, wirklich nach einer Disziplin abzuhaken, auf die nächste zu gucken, auch wenn die vorher nicht so gut lief, passiert nicht so oft bei dir. Aber weiterzumachen und sich nicht so lange damit aufzuhalten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Von ihm schauen sich die Männer so einiges ab. Die anderen sagen, ich bin der Boss. Patrick Dog. Und gerade der muss ein Kämpferherz haben. Diese Leidenschaft für den Sport hat sich beim zweifachen deutschen Meister jetzt ausbezahlt. Er fährt zum ersten Mal zu den Olympischen Spielen. Ich glaube, ich würde mich am meisten auf Olympische Dorf freuen, weil viele erzählen immer, dass es da so toll ist. Man kann da alles machen, ständig umsonst essen gehen und sonstige Sachen. Ich glaube, das wäre so das, wo ich mich am meisten drauf freue. Und natürlich auch die Eröffnungsfeier, das wäre natürlich auch ganz cool. Da freue ich mich auch drauf, ja. Dabei lief die Saison alles andere als gut.
In den Wettkämpfen hatte er oft Pech. Gleichzeitig fehlte ihm die Konstanz. Auch für die Trainer eine schwierige Situation. Patrick ist ja schon der Ältere der beiden, ist auch schon ein bisschen gesetzter, kommuniziert aber sehr viel über das, was er sich so denkt und wie er sich seine Ziele so setzt, und mit dem muss man sehr viel reden. Und wenn man sich die Zeit nimmt, mit ihm auch das alles durchzusprechen, dann merkt man auch, wie konzentriert er daran arbeitet. Das ist eigentlich das Positive. Schwimmen und Fechten gehören nicht zu seinen besten Disziplinen. Dafür ist er ein schneller Läufer und solider Reiter. Doch gerade die Vielseitigkeit macht ihm großen Spaß. Dass man so den ganzen Tag kämpft. Und was halt auch so spannend macht, dass den ganzen Tag gekämpft wird. Am Ende sind es dann doch 2-3 Sekunden, die dann entscheiden, ob man Erster oder Zweiter oder Dritter wird. Und diese Leistungsdichte, die kitzelt einen schon. Nur 500 Meter vom Olympiastützpunkt entfernt ankert der ganze Stolz von Patrick Doog, die Aurora. Zusammen mit seinen Freunden hat er ein Hausboot gebaut. Ein Projekt, das zu dem Studenten der physikalischen Ingenieurwissenschaften perfekt passt. Ja, ich finde es halt schon spannend, sozusagen was Neues zu erfinden, dass man da innovativ ist, wie zum Beispiel, wenn man jetzt, früher hat man geguckt, wie das Wasser gut abperlt an irgendwelchen Stoffen, dann hat man sich die Lotuspflanze angeguckt und hat probiert, es zu analysieren und hat es dann auf Bootsrümpfe angewandt, auf Dachfolien, um einfach das für die Wirtschaft zu nutzen einfach. Das war einfach praktisch und sowas würde ich halt gerne machen. Mittlerweile fühlt sich der Bayer hier in Potsdam richtig zu Hause. Ah, jetzt an. Geht? Ja, geht. Zufrieden? Ja. Ist immer gut, wenn er läuft. Mal ja doch Angst, wenn er so lange nicht benutzt wird, dass er dann noch irgendwann mal einrostet, aber alles schön. 16.000 Euro hat die Aurora gekostet. Für ein Hausboot ein echtes Schnäppchen. Das hat nur geklappt, weil alle von Anfang an ihre eigenen Ideen mit eingebracht haben. Wir haben im März angefangen, sozusagen die Pläne auszuarbeiten. Es ging ganz simpel los mit Fässern und ein paar Brettern drauf und haben dann sozusagen alles weiter ausgebaut, bis wir sozusagen auf diese Größe hier gekommen sind. Und im September haben wir dann angefangen mit dem Bau. Da waren dann die Pläne fertig berechnet und dann konnten wir loslegen. Hier ist für den 24-Jährigen auch ein Ort, an dem er sich von aufreibenden Trainings- und Wettkampftagen erholen kann. Dieses Jahr ging es halt wirklich um die Olympia-Quali und dann befasst man sich damit viel mehr und man merkt auf einmal, wie viele Leute auch dahinter stehen. Es sind ja klar die Trainer. Dann kommen aber halt noch Funktionäre dazu, Geldgeber, die natürlich auch irgendwie besänftigt werden wollen, dass man erfolgreich ist, dass man sich qualifiziert, weil das natürlich halt das größte Ziel, mit dem man halt auch wirbt und das man auch erreichen will. Und das habe ich am Anfang der Saison schon zu spüren bekommen, dass das schon hart ist, diesen Druck. Mit Druck kann sie richtig gut umgehen. Annika Schleu. Mein Motto beim Fünfkampf ist, der Wettkampf ist erst zu Ende, wenn der Tag vorbei ist, also never give up. Noch eins drauflegen und volles Risiko gehen. Für die Berlinerin ging es in dieser Weltcup-Saison um alles oder nichts. Denn es sah lange danach aus, dass es nichts wird mit den Olympischen Spielen in Rio. Zu stark ist die Konkurrenz im eigenen Team. Jeder weiß, was er leisten muss, um fahren zu können. Und es ist eigentlich ein normaler Konkurrenzkampf. Und dass am Ende einer enttäuscht sein wird, weil eben nur zwei fahren können, ist klar. Aber es ist Sport und so sind die Regeln und da können wir halt nichts machen. Ne? Lena Schöneborn ist im Frauenteam ganz klar die Nummer eins. Dahinter müssen die Kolleginnen ihre Muskeln spielen lassen und das bis zum Schluss. Eine Disziplin, die Annika Schleu eigentlich beherrscht. Manchmal vielleicht etwas zu verbissen. So wie bei den Olympischen Spielen in London. Da lief es so gar nicht rund. Platz 26. Doch aus dieser Erfahrung hat sie gelernt. Und dann bin ich eigentlich in die Saison gegangen und dachte mir, ich gebe jetzt mein Bestes. Es muss eine gute Saison sein, das wusste ich. Hab mir aber gar nicht so viel Druck gemacht, weil ich mir dachte, wenn dann, ich war schon mal da. Und dann liefen die Weltcups einfach super und dann lief es einfach. Und ja, also die Saison hat mir Spaß gemacht, trotzdem. Und ich habe den Druck nicht so sehr gespürt, wie ich vorher gedacht habe. Und genau das war wahrscheinlich ihr Erfolgsrezept.
Mit Staffelgold bei der WM in Moskau konnte die 26-Jährige ihre Kollegin Janine Kohlmann noch überholen. Rio kann kommen. Bis dahin will sie vor allem an einer Disziplin arbeiten. Fechten ist so meine Wackeldisziplin. Ist nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Ich mache es ganz gerne. Es ist im Wettkampf, wenn das was ausschlaggebend ist, wird er gut. Muss ich kämpfen den ganzen Wettkampf durch, weil es auch am Anfang ist. Und darum für mich auch ziemlich nervenaufreibend. Aber auch privat bekommt Annika Schleu momentan Herzflattern. Im Training hat es zwischen ihr und dem 6 Jahre jüngeren Teamkollegen Christian Zillikens gefunkt. Er kam schon vorher immer an und hat so mit mir rumgeschäkert, aber ich habe es nicht ernst genommen, weil er es immer so als Scherz getarnt hat. Und ja, er musste mich ein bisschen überzeugen, weil der Altersunterschied mir am Anfang zu groß war. Da hat man sich so kennengelernt und er ist ein Clown deswegen. Seit Dezember sind sie zusammen und freuen sich darüber, dass sie beide im Top-Team sind. Durch das gemeinsame Training können sie viel Zeit miteinander verbringen. Ich glaube schon, dass es gut ist, einen Sportler zu haben, der versteht es halt einfach viel besser, wenn man auch mal nicht da ist. Und der kann dann auch abends, ja, es macht mehr Spaß, vom Training zu erzählen, wenn man weiß, dass derjenige etwas anfangen kann. Da hatte ich auch bei Wettkämpfen natürlich, wenn es mal nicht so gut läuft, da kann man darüber reden. Und da pushen wir uns natürlich auch immer so gut es geht nach oben. Und gleich bei Vision Gold, wir besuchen Christian Zillikens im Sportinternat und begleiten Janine Kohlmann beim Training ihrer Lieblingsdisziplin. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Zurück bei Vision Gold und den deutschen Athleten vom modernen Fünfkampf. Fechten, Schwimmen, Reiten, Laufen und Schießen. Sie sind die Alleskönner in der Olympiamannschaft. Und er ist bei den Männern die große Nachwuchshoffnung, Christian Zillikens. Mein Motto, welches mich immer begleitet, ist: immer locker bleiben. Direkt am Templiner See liegt der Sportpark Luftschiffhafen und der Olympiastützpunkt Potsdam. Schule, Training und Freizeitangebote, alles auf einem Gelände. Hier wohnt der 20-Jährige mit über 400 anderen Schülern im Sportinternat. Hallo. Hallo, willkommen in meinem Zimmer. Natürlich habe ich jetzt auch ein Einzelzimmer bekommen, was natürlich auch sehr schön ist. Und da fühlt man sich natürlich auch ein bisschen wohler, wenn man jetzt auch ein bisschen älter ist, dass man seine Privatsphäre mehr hat. Und du hast hier eine Wand mit lauter Medaillen und Pokalen. Genau, das sind meine Errungenschaften aus den letzten Jahren, wo ich auch über viele sehr glücklich bin, natürlich. Über welche besonders? Wie zum Beispiel auch von den deutschen Meisterschaften im letzten Jahr, wo ich Juniorendeutscher Meister wurde. Oder aus Polen, wo ich einen internationalen Wettkampf gewonnen habe, im Junioren- und im Seniorenbereich. Im Nachwuchsbereich hat er bei Welt- und Europameisterschaften fast alles abgeräumt. 2015 ist er auf der großen Bühne durchgestartet. Mit einem ganz besonderen Glücksbringer. Christian, ich kenne wenig Männer, die ihre Freundin über ihrem Bett in dieser Art hängen haben. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist natürlich eine besondere Perspektive nach oben. Und das war natürlich eine besondere Motivation für mich. Und ich war halt damals schon gut mit ihr befreundet. Und da habe ich sie gebeten, doch sowas mit Signatur für mich zu machen. Und dann habe ich mir das auch übers Bett gehangen, als große Ehre. Mit 14 ist Christian Zillikens von Düsseldorf nach Potsdam gezogen. Vermisste seine Familie und hatte damals oft Heimweh. Bereut hat er diesen großen Schritt dennoch nie. Als ich hierher kam, war ich ein bisschen unstrukturiert in meinen ganzen Plänen, Abläufen. Und das habe ich natürlich hier gelernt. Ich habe gelernt, für mich selber zu arbeiten, sehr selbstständig zu arbeiten. Ich muss viel für mich organisieren. Ich muss meinen Plan strukturieren, wann ich aufstehe, wann ich essen gehe, wann ich schlafen gehe. Da ist man natürlich auf sich selber gestellt und das lernt man hier natürlich super. Die Schulzeit ist in diesem Jahr bei Zille, wie ihn hier alle nennen, vorbei. Der Plan für danach steht bereits. Ich werde eine Ausbildung als Sportassistent machen. Und nach diesen 2 Jahren werde ich meinen Weg in Richtung Feuerwehr einschlagen, um Feuerwehrmann zu werden. Da gibt es eine Ausbildung, die extra auf den Sport bezogen ist, wo man natürlich seinen Sport erstmal im Vordergrund laufen lassen kann. Ein Platz unter den Top 10 ist bei jedem Wettkampf sein Ziel. Doch Christian Zillikens weiß, dass Talent allein nicht reicht. Eine Fußverletzung hat ihn am Ende der Saison zurückgeworfen. Jetzt muss er noch härter arbeiten, um seinen Traum von den Olympischen Spielen zu leben. Ich suche natürlich noch mehr den Kontakt zu den Trainern,
versuche mir natürlich die nächsten Wochen neue Reize zu setzen, um das Beste aus dem Training rauszuholen. Da ist man natürlich ganz besonders motiviert, auch für jede Einheit, da möchte man in jeder Einheit das Beste geben und das versuche ich natürlich auch und versuche auch noch extra Einheiten einzuschieben in meinen Plan. Wenn Christian sich ein Ziel setzt, dann arbeitet er unheimlich fokussiert an diesem Ziel. Der lässt ja auch schon mal ein paar andere Sachen nebenbei ein bisschen liegen, aber er hat sich in den letzten 2 Jahren von seiner Persönlichkeit her so entwickelt, dass er weiß, wo seine Stärken und Schwächen sind und an denen arbeitet er auch sehr persönlich. Nicht nur, wenn der Trainer ihm sagt, du musst daran arbeiten oder das sehe ich so und das sehe ich, sondern er macht sich selber so seine Gedanken und setzt dann auch so das so um. Als Nachrücker wäre er für das deutsche Fünfkampfteam mit dabei in Rio. Dann kann er, wie er es als Newcomer so gerne macht, die Großen wieder ärgern. Dass Zille halt dieses Jahr auch so eine super Saison gemacht hat, es freut mich auch riesig für ihn, weil wir trainieren ja den ganzen Tag zusammen und ja, es zieht einen schon mit. Also man merkt dann auch, okay, es wird dichter auch in Deutschland sozusagen und das pusht einen schon nochmal im Training. Wir bleiben im Wasser, fliegen allerdings kurz nach Rio zu den Kanuten. Nach dem Newsblock geht es aber gleich weiter mit den modernen Fünfkämpfern. Einpaddeln für Rio. Kanu-Slalom-Weltmeister Franz Anton und Jan Benzin testen bereits fleißig die Olympiastrecke. Bis zu den Spielen kommen die beiden dort auf 70 Trainingstage. Bereits jetzt kennen sie jede Walze und jedes Hindernis aus der Fisch- und der Vogelperspektive. Ihr Streckenfazit lautet: Jetzt gar nicht so schwer vom Wildwasser her wie vielleicht der Kanupark Markkleeberg oder bei den letzten Spielen in London die Strecke. Aber insgesamt ist er auch 270 Meter lang. Dadurch, dass das Wildwasser nicht so extrem schwer ist, wird es sehr, sehr technisch schwer gehangen, die Tore, die wir dann durchfahren müssen. Der Kanupark in Rio, eigentlich ein ehemaliges Militärübungsgelände. Die Strecke steht, Duschen, Toiletten oder Tribünen noch nicht. Aktuell bedeutet das improvisieren, umziehen im Auto, duschen im Freien. Man denkt ja eigentlich, dass die Brasilianer relativ spät sind mit Bauen. Aber hier können wir wirklich sagen, dass die Kanuanlage im November schon fertig war. Das Funktionsgebäude jetzt in der Fertigstellung ist. So gesehen wird Kanuslalom definitiv eine schöne Veranstaltung werden. Franz Anton und Jan Benzin. Am 8. August ist die lange Zeit des Einpaddelns vorbei. Dann steht endlich ihr erstes Olympiarennen auf dem Programm. Die dritte starke Frau im Fünfkampfteam ist Janine Kohlmann. Nutze den Tag und habe so viel Spaß wie möglich. Wir sind am Schießstand. Mit der Laserpistole hat Janine Kohlmann 50 Sekunden Zeit für 5 Treffer. Danach geht's für die Athletin auf die Laufstrecke. Präzision und Ausdauer, das brauchen die Fünfkämpfer beim sogenannten Combined. Seit 2009 werden diese beiden Disziplinen auf Wettkämpfen kombiniert. Wir trainieren Combined, also Laufen und Schießen, 2-mal die Woche und zusätzlich noch 2 bis 3-mal nur reines Schießen, um die Technik reinzukriegen, zu verbessern. Und ja, Schießen ist eine Wiederholungssportart. Und eine Sportart, bei der man mental stark bleiben muss. Denn wer gut schießt, kann, ähnlich wie beim Biathlon, viele Plätze gut machen. Für die 25-Jährige kein Problem. Eigentlich. Denn durch die vielen Verletzungen seit Anfang des Jahres musste sie das Lauftraining oft ausfallen lassen und hat nun mit den Auswirkungen zu kämpfen. Sie ist eine sehr gute Präzisionsschützin gewesen und jetzt ist es natürlich klar, dass wenn ich weiß, dass ich nicht gut laufe, muss ich sehr, sehr gut schießen. Damit erhöht sich der Druck, sage ich mal, dass ich halt auch keine Fehler schießen darf. Und sie überlegt halt sehr oft, hoffentlich schieße ich jetzt nicht daneben, hoffentlich mache ich alles richtig. Und an dieser Mentalität arbeiten wir momentan. Wieder positiv denken. Das fällt Janine Kohlmann momentan noch etwas schwer. Hatte sie doch das Ticket für Rio nach einer starken EM so gut wie in der Tasche, muss sie jetzt zu Hause bleiben. Kollegin Annika Schleu hat sie durch gute Weltcup-Leistungen in der Rangliste überholt. Trost findet die Düsseldorferin bei den Pferden in Werder bei Potsdam. Denn Reiten ist ihre große Leidenschaft und damit auch ihre Lieblingsdisziplin im Fünfkampf. Vor allem wenn ich länger weg war oder wenn es nicht so gut geht, dann ist der erste Weg mal hier in den Stall zu den Pferden.
Warum? Na, die muntern mich immer auf. Dann kriege ich immer gute Laune, zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Janine Kohlmann ist die Einzige im Team, die ein eigenes Pferd hat. Auf den Wettkämpfen muss sie auf ihren Wallach Corento allerdings verzichten. Dort bekommen die Athleten die Tiere nämlich direkt vor Ort zugelost und haben nur 20 Minuten Zeit, das Pferd kennenzulernen. Ja, es ist sozusagen die schwierigste Disziplin im modernen Fünfkampf, weil wir ja wirklich die Pferde nicht kennen. Und deswegen ist es auch wirklich manchmal relativ gefährlich, weil man nicht weiß, wie das Pferd jetzt auf gewisse Sachen reagiert. So oft es geht, ist auch Janines Mutter zu Besuch, um ihre Tochter zu unterstützen. Studium bei der Polizei, Training, Wettkampf und ein eigenes Pferd. Zeit für andere Dinge bleibt da kaum. Also im Normalfall sehe ich sie so alle 4 Wochen. Und wenn sie jetzt einen Weltcup hatte oder einen anderen Wettkampf, dann komme ich schon mal im 14-tägigen Rhythmus, so wie die Weltcups jetzt waren, um ihr so ein bisschen zu helfen, zu unterstützen. Ich hole sie zum Beispiel vom Flughafen ab oder fahre sie zum Flughafen hin. Ja, dann helfe ich ihr, was zu essen zu machen oder verwöhne sie ein bisschen. Da hat man alle Sportler verschiedenster Sportarten, eben auch im deutschen Team mal auf einem Haufen und eben auch international. Da kann man sich dann in die Mensa setzen und gucken, wen man sonst so aus dem Fernsehen sieht. Man merkt wirklich, wie dann alles auf diese Olympischen Spiele ausgerichtet sind, wie man lange dafür arbeitet und es ist einfach einmalig. Also gerade für uns, weil der Fünfkampf sonst so ein bisschen im Untergrund eher ist und dann kommt man auch mal raus und das ist super. Wahrscheinlich werde ich da ziemlich viele Fotos machen und Autogramme sammeln werden. Ja, das ist so das eine und die Eröffnungsfeier natürlich. Da freue ich mich auch drauf, wenn alle Athleten da einlaufen. Seit über 100 Jahren ist der moderne Fünfkampf olympisch. Eine Disziplin, die sich immer wieder verändern musste, um attraktiv zu bleiben, erzählt uns der Präsident des Internationalen Dachverbands. Der moderne Fünfkampf hat den großen Schritt gemacht von 5 Tagen auf einen Tag, historisch 96 in Atlanta. Dann kam der große Schritt Combined, Schießen und Laufen. Das war ein Riesenschritt für die Athleten, auch in der Trainingsvorbereitung, in der Trainingsmethodik. Und erstmals werden in Rio alle 5 Disziplinen in einem eigenen Pentathlon-Stadion ausgetragen. Diese Premiere mit einer Medaille zu krönen, wäre historisch. Die modernen Fünfkämpfer, allen voran Lena Schöneborn, werden alles geben auf der Jagd nach den meisten Punkten. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.